1954, 1955. Zwei der stärksten und populärsten Spieler des Schweizer Fußballs ziehen sich aus der Nationalmannschaft zurück. Jacques Fatton ist mit 274 Treffern der beste Torschütze der Meisterschaftsgeschichte. Parce que je faisais partie de ce voyage pour Londres, mais à l'époque Georges Eby était l'ailier gauche de l'équipe nationale et nous faisions un match donc à Londres et trois jours après à Glasgow contre l'Écosse. Seine internationale Laufbahn beendet auch Freddy Bickel, rechter Flügel, 71 Länderspiele in 18 Jahren. Das war das erste Spiel und zwar ein wichtiges Cup-Spiel. Und so gut ich das noch im Sinn habe, haben wir 2-1 verloren. Jahrgang 1918, 21 Jahre lang Spieler für GC, 7 Meistertitel und 8 Cup-Siege, ein absoluter Rekord für unseren Fußball. Aber Freddy Bickel hatte auch Hobbys. Das Glas, ich habe als Hobby, mache ich heute noch viel so mit Glasritzen von Hand. Da habe ich das so aus Plausch habe ich da die GC hineingemacht. Oder früher noch viel mehr habe ich Gobelins gestickt. Und da die Bilder, die ich da habe, oder Stühle, die habe ich alle selber gemacht. Und den Ring, den habe ich bekommen von Grasshopper, als ich im 1953 Sportler des Jahres wurde. Hat mir dann den Ring geschenkt. Im Zentrum des Geschehens steht nun La Chaux-de-Fonds und eine andere Nummer 7, Charlie Antenen. 1954 und 1955 gewinnen die Bergler das Double, 1957 noch einmal den Cup. Für die Nationalmannschaft schießt Kiki Antenen 22 Tore, deren zwei auch gegen das legendäre Ungarn von Puskas und Hidekuti, das uns in Lausanne 5:4 besiegt. Erstes Ausscheidungsspiel zur WM 58, Spanien-Schweiz 2:2. Auf Zuspiel von Riva Quattro schießt Hügi 2 in der 6. Minute das 1:0. Nach einer halben Stunde gleicht Suarez aus. Das Tor Miguels erwidert nochmals Hügi 2, 2:2. Bei Brasilien debütiert der 17-jährige Edson Arantes do Nascimento, der legendäre Pelé. Das WM-Finale wird am 29. Juni gespielt. Lidholm schießt das 1:0 für Schweden. Brasilien gewinnt dennoch klar mit 5:2. Pelé ist zweifacher Torschütze. 1958 wird der Cup-Final zwischen Albert Zings Young Boys und GC gleich zweimal ausgetragen. Das erste Spiel endet 1:1, das Wiederholungsspiel gewinnen die Berner mit 4:1. Ein symbolisches Bild, die Amtsübergabe zwischen den Grasshoppers mit Bickel und den Young Boys. 1957 bis 1960 viermal Meister. 1958 können Spielertrainer Albert Zing, Eich, Schneider, Walker, Wechselberger, Zahnd, Hauptli, Alemann und Schnieder zum ersten Mal das Double-Meisterschaft-Cup feiern. Bei eBay spielt in diesen Jahren auch Geni Meier. Obwohl er kein Stürmer ist, schießt er in der Meisterschaft 243 Tore. Zweimal trifft er auch im zweiten Cup-Final gegen GC. 1961. Wieder unter Karl Rappan bereiten sich unsere Nationalspieler in Macklingen für das entscheidende WM-Ausscheidungsspiel gegen Schweden vor. 55.000 Zuschauer erstarren schon in den ersten Minuten, als ein Fehlpass Takelas von Simonsson verwertet wird. Elsner ist geschlagen. Schon in der 9. Minute gleicht aber Antenen mit einem wunderbaren Tor aus. In der zweiten Halbzeit wirft Schneider Richtung Meier ein, Zuspiel zu Wüttrich und 2:1. Der Ausgleich der Schweden fällt durch Björjesson 12 Minuten vor Schluss. Zwei Minuten danach auf Eckstoß von Antenen fliegt aber Eschmann über alle. 3:2, ein Entscheidungsspiel wird nötig.
Man spielt am 12. November in der seit drei Monaten zweigeteilten Stadt Berlin. Wien-Bern geht Schweden in Führung, Torschütze ist Brodd. In der 21. Minute der zweiten Halbzeit gleicht Schneider durch ein Kopftor auf Eschmanns Freistoß aus. Und vier Minuten später noch ein Kopftor. Dank einem Ablenker schlägt auch Antonen den Torhüter Nyholm. 2:1, ein begeisternder Sieg. Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Chile ist gesichert. Einer der Meister jenes Triumphes ist Trainer Karl Rappan, 28 Jahre früher Erfinder des Schweizer Riegels. Ich hatte in dieser Equipe fünf Nationen: des Italiens, des Autrichiens, ein Espagnol und auch des Suisses. Und ich hatte froissé de trouver ein System, um all diese Mentalität und all diese Menschen. Et ça, c'était là la naissance des Véro. An der WM in Chile wird die Schweiz in die Gruppe mit Italien, Deutschland und Chile eingeteilt und verliert gegen die Südamerikaner mit 3:1 und gegen die Deutschen mit 2:1. Zuletzt kommt es noch zur Begegnung zweier enttäuschter und bereits ausgeschiedener Mannschaften. Italien ist nämlich von Chile ebenfalls geschlagen worden und bereits ausgeschieden. Das Stadion ist leer, Mora bringt die Azzurri sofort in Führung. In der zweiten Halbzeit beschwert sich Takella vergebens über ein Offside. Bulgarelli schießt das 2:0 und dann sogar das 3:0. Und bei diesem letzten Angriff verletzt sich auch noch unser Torhüter Elsener. Ohne den zerbeulten Pelé muss Brasilien das Endspiel gegen die Tschechoslowakei bestreiten. Masopust schießt das überraschende 1:0, aber nachher folgen die Tore von Amarildo, Vava und Zito. Brasilien gewinnt und wird zum zweiten Male hintereinander Weltmeister. WM-Qualifikation unter Trainer Alfredo Foni. Die Schweiz wird zuerst in Belfast geschlagen, doch einen Monat später feiern die Schweizer in Lausanne einen sehr wichtigen Heimsieg über Nordirland mit 2:1. Im Bild das zweite Kopftor von Kuhn auf Zuspiel von Quentin, dem Torschützen des ersten Treffers. Im Frühling reist man nach Albanien und auch in Tirana trumpft das Duo Quentin-Kuhn auf. Kuhn trifft zweimal, hier das zweite Tor auf Penalty. Nach einem 0:0 in Amsterdam am 14. November 1965 wird das entscheidende Spiel gegen Holland in Bern ausgetragen. Ein unglaubliches Ereignis. Nach 11 Minuten trifft Hosp, Lazaroms gleicht aus und drei Minuten vor Schluss auf Leimgrubers Zuspiel lässt Alemann dem gegnerischen Torhüter keine Chance. Die Schweiz gewinnt 2:1 und qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft. An der von der Königin eröffneten WM spielt die Schweiz in der Gruppe von Deutschland, Spanien und Argentinien. Diese Hindernisse sind zu groß, zumal auch interne Vorfälle unser Team erschüttern. Eine Sensation ist das Ausscheiden Italiens durch ein Tor eines nordkoreanischen Zahntechnikers. Schon im ersten Spiel gegen Deutschland bricht die Schweiz ein. Die Verteidigung ist weich wie Butter. 1:0 durch Hell. Ein einfaches Leben für die Deutschen. 2:0 durch Haller. Dann schießt Beckenbauer zwei weitere Tore. Auf Penalty das 5:0 wieder durch Haller. Hinter den Kulissen gärt es. Man überlegt sich, einige Spieler nach Hause zu schicken. Trainer Foni fehlt jede Rückendeckung. Zweites Spiel. Gegen Spanien waren die Schweizer wenigstens ihr Gesicht. Die Schweizer gehen sogar durch ein Tor Quentins auf Zuspiel Gotthardis in Führung.
Sanchez gleicht in der zweiten Halbzeit aus. Dann spielt Länderspielneuling Gotardi den Ball wieder Quentin zu. Das Tor wird aber vom russischen Schiedsrichter Bakanov aberkannt. Nach Meinung des Schiedsrichters hatte ich mich auf den spanischen Verteidiger gestürzt. So wurde mein Pass zu Quentin, den Torschützen, nutzlos. Das Tor wurde wegen eines inexistenten Fouls aberkannt. Denn im Gegenteil, ich war vom Gegner gestoßen worden. Und jetzt, wenn wir heimkommen, haben wir schon das Länderspielprogramm für die nächste Saison. Ja. Und da werden wir mit einem Neuaufbau von der Mannschaft anfangen. Bedauernswert war einzig, dass nach den ersten Schwierigkeiten die Schuldigen nicht drastisch genug bestraft wurden. Effektivement, comme il y a eu des blessés, des gens qui n'ont plus voulu jouer, il a bien fallu faire jouer même les coupables. Alors, comme ils n'avaient pas le moral, pour leur remonter le moral, on a autorisé les épouses à venir. Alors naturellement, pour les autres qui n'avaient rien fait, on a dit, alors, nous on n'a rien fait, puis les nôtres, elles restent à la maison. Alors évidemment, on a dit, faites venir aussi les vôtres. Mais pas un peu, vous comprenez, c'est plus une préparation de championnat du monde, c'est du folklore. 30. Juli. Vor der Königin Elisabeth II. Und 100.000 Zuschauern bestreiten England und Deutschland im Londoner Wembley Stadion ein auch wegen des Schweizer Schiedsrichters Dienst sehr umstrittenes Endspiel. Die Deutschen schießen das erste Tor durch Haller. Hurst gleicht aus. 12 Minuten vor Schluss bringt Peters England in Führung. In der 89. Minute gelingt Weber das Ausgleichstor. Eine Verlängerung wird damit nötig. Nach 11 Minuten schießt Hurst an die Lattenunterkante und Weber schlägt den Ball weg. Tor oder kein Tor? Unendliche Diskussionen brechen aus. Der russische Linienrichter Bakanov hat keine Zweifel. Der Ball war hinter der Torlinie. Es war also Tor. Schiedsrichterdienst übernimmt diese Ansicht. Hurst trifft nachher noch einmal. Er wird damit der erste und einzige Spieler, der in einem Endspiel 3 Treffer geschossen hat. England schlägt Deutschland 4:2. Zum ersten Mal wird die Coupe Jules Rimet der englischen Nationalmannschaft übergeben. Captain ist Bobby Moore, Trainer Alf Ramsey. So sieht Schiedsrichter Gottfried Dienst jene Vorfälle. Dann bin ich doch zu ihm und habe ihn auf Englisch gefragt, is it goal? Dann hat er gesagt, yes, the ball is behind the line. Und hat wieder mit der Fahne zur Mitte gezeigt. Und dann war es für mich klar.